Erstmal herzlich willkommen zum Motokoi-Blog. Sandra steht noch im Hund, wir machen schon mal weiter. Oh, hier haben wir wieder Blog mit Sandra. Das ist interessant, es kommt von Michael. Hallo Sandra. Hallo Martin. Einfach mal Ohrenspitzen. Hallo Herr Kammerer, ich habe eine Frage zur Koi-Gesundheit bzw. Abheilung von großen Wunden. Vielleicht auch etwas für Frau Dr. Lechleitner. Jupp, auch wieder Lechleitner. Ich kann damit leben. Also dann Leichlechner. Ich betreibe unter anderem eine Innenhälterung mit 4,3 Kubikmeter. Diese kleine Innenhälterung wird mittels Schwerkraftverrohrung über zwei Bodenabläufe plus Kimmer endend in einem Trommelfilter vorgefiltert. Von dort in einen Biobehälter mit ca. 150 Liter Helix, in Klammer statisch, aber belüftet, und dann weiter mit einer BE320 in einen Sunside Trickle Tower, drei Etagen als Riesler und die Auslaufeinheit geflutet und dann als Schwallauslauf zurück in das Becken. Es läuft eine Hylea V60 Belüftung an dem Becken, 50% Biobehälter, 50% direkt in das Becken. Drei meiner Koi, in Klammer ca. 65-70 cm, habe ich vor dem Winter aus dem Teich 82 Kubikmeter in die Innenhälterung umgesiedelt, da die Munden noch nicht weit genug abgeheilt waren, dass die Tiere den Winter hätte draußen bleiben können. Ich habe dann die Innenhälterung auf 0,6 aufgesalzen und die Temperatur auf 28 Grad erhöht. Eine Zeit lang sah es auch so aus, als wenn die Wunden besser würden. Die Wasserwerte waren durchgehend pH 7,3, Ausgangswasser 7,4, KH 2, Ausgangswasser auch 2, Temperatur 28 Grad, NO2 0,2 bis 0,4, morgens / abends, NH4, Ammonium nicht nachweisbar, Wasseraustausch, Beckenfilter 1,5 Mal pro Stunde. Es wurde täglich ausreichend Wasserwechsel 5-7% gemacht und Salz nachgegeben und gemessen und so die 0,6% gehalten. Dann nach ca. 4 Wochen hat sich das Ganze allerdings umgekehrt und die Wunden wurden wieder größer. Mehrfache Wundreinigung, Behandlung brachten nichts. Es gab auch zwischenzeitlich in Absprache mit dem Tierarzt Antibiotikaversorgung. Ein Abstrich hat dann die Häufung von Aeromonaden zutage gebracht. Der Tierarzt hat dann mal die CO2-Werte und den Sauerstoff gemessen mittels Saturometer. Es ergab sich dann eine Sauerstoffübersättigung von 125% und CO2 war bei 1,5, also viel zu wenig. Wir haben dann den Ausströmer im Becken auf 30 cm unter Wasseroberfläche gehängt, war vorher in 1,30 m, was aber dafür sorgt, dass noch mehr CO2 rausgeht in der Regel. Und auch die Luftpumpe auf nur noch ein Fünftel im Becken reduziert, war nicht ungefährlich, Ausrufezeichen. Die Beckentemperatur wurde gesenkt auf 22 Grad, Salz wurde auf 0,3 reduziert und siehe da, die Wunden gehen zu. Haben Sie vielleicht eine Erklärung dafür? Kann es sein, dass bedingt durch das zu viel Blubbern und die länger anhaltende hohe Temperatur verhindert haben, dass die Wundheilung behindert wurde und den Zusammenhang mit dem niedrigen CO2-Gehalt gibt? Ich weiß nicht, ob das für einen Blog interessant ist, vielleicht können Sie mir aber mal auf die Sprünge helfen. Mir ist schon klar, dass Sie zu wenig Zeit haben, auf jeden Quatsch einzugehen. Aber es wäre mir schon wichtig, Ihre Meinung dazu zu hören. Vielen Dank im Voraus. Mit freundlichen Grüßen, Michael. Ist so. Kein Quatsch. Nee, absolut gar nicht. Ist eine sehr gute Beobachtung und sehr gute Frage. Also es ist ganz einfach so. Es gibt Bakterien, die mögen Salz. Und wenn die Tiere lange Zeit auf hohem Salzgehalt gehalten werden, dann mutieren die unter Umständen auch und das Salz hat überhaupt keine bakterizide Wirkung mehr auf die Bakterien, die mal loswerden wollen. Bei hohen Temperaturen können Fische eigentlich gut reparieren. Es hängt aber eben auch davon ab, wie sie ernährt sind und wie weit sie eben ihr Immunsystem auf diese veränderten Bakterien umstellen können. Und ganz generell würde ich sagen, aus meiner Erfahrung, die Botschaft bei Wundbehandlung und Wundheilung ist immer die, wenn der konventionelle Weg mit Wärme und Salz versagt, dann nimmt man die Temperatur runter und den Salzgehalt runter und schaut, was passiert. Denn wir können in diesen bakteriologischen Untersuchungen unter Umständen Vibriobakterien eventuell übersehen. Das sind zum Beispiel solche, die den Salzgehalt, den hohen, sehr gerne haben. Und aus dem Grund, was so rum nicht funktioniert, funktioniert andersrum. Aus meiner Einschätzung heraus, ich sage jetzt genau wie du, wir müssen nicht einer Meinung sein, hat das mit dem CO2-Gehalt in dem Wasser überhaupt nichts zu tun.
Sehe ich ganz genauso, das mit dem CO2-Gehalt. Wir hatten letztens auch so einen Fall, wo jemand, das kam über Genesis rein, und der hatte auch unter 1,5 Milligramm. Wobei ich, ehrlich gesagt, ich gucke dann nachher mal in die Ding rein, weil... Die Tabelle, weil 7,3 mit 7,3, nur 1,3 ist ein bisschen... Da schaue ich gleich mal, ob das mit dem gemessenen Wert stimmt. Weil mein Saturometer kann auch CO2 messen und das stimmt eigentlich nie mit dem überein, was nachher in der Tabelle über pH-Wert und KH, was ich eigentlich sehr genau messen kann. Man muss immer, wer viel misst, misst, misst. Und wir hatten einen ähnlichen Fall mit CO2 und da waren wir uns auch einig, das hat damit nichts zu tun. Und ich kenne so viele Teiche mit CO2-Mangel. Und irgendwie sind die Krankheitsbilder immer anders und haben irgendwie nie was mit CO2 zu tun. Es gibt übrigens auch gesunde Teiche mit CO2-Mangel. So, also es gibt mehr als genug gesunde Teiche mit CO2-Mangel. Also genau. Das mit der respiratorischen Alkalose-Azidose, was wir alles schon mal erklärt haben. Ich persönlich bin der Meinung, dass gegen die gesamten Gasgeschichten, egal ob es ein Stickstoff-, Sauerstoffübersättigung, CO2-Mangel, CO2-Überschuss, das wurde bei Fischarten untersucht, die einen sehr viel größeren Stress mit Gasgeschichten haben. Der Karpfen kann damit meines Erachtens sehr viel besser umgehen. So, wo ich aber Sandra 100% recht gebe und das auch im Blog schon häufig erwähnt habe, das ist der Betriebspunkt. Wenn an einem bestimmten Betriebspunkt der Teich scheiße läuft, egal ob ich Probleme mit Wunden habe, die nicht heilen wollen, oder ob ich Algen habe, ja, dann wechsle ich einfach den Betriebspunkt mal. Genau. Ja, die eine Alge bei 25 Grad, 0,5% Salz, macht der nichts aus. Dann nehme ich Salz runter, gehe mit der Temperatur 2 hoch, 4 runter, irgendwas und plötzlich ist die Alge weg. Genau. Das ist wie wir Menschen auch. Jeder hat seine Wohlfühltemperatur, wo es ihm gut geht. Meine Frau liebt den Winter, ich hasse den Winter. Ja? Also meine Frau sehen Sie im Winter durch Abstand huschen, da sehen Sie mich nicht. Ja? So. Mit dem Hund meine ich jetzt, Gassi gehen. So. Die muss ja auch für dich einkaufen. Die muss auch für mich einkaufen, im Winter. Im Sommer kaufe ich ein. Ich bin im Sommer der Grillmeister. Schatz, ich stehe das Fleisch schon am Grill. Es lebe der Macho. Es lebe der Macho. Nein, Spaß beiseite. Ich habe das aber im Blog schon oft gesagt. Ja, und Sandra macht genau das Gleiche. Sie sagt, wenn 28 Grad und Salz, das ist die einfachste und unserer Erfahrung nach auch effizienteste, effektivste und schnellste Methode, Koiwunden abheilen zu lassen. Da haben wir hier schon Fälle gehabt, dass innerhalb von 7 Tagen, ich habe es dir damals gezeigt, ein Schuppenbild komplett nachgewachsen ist. Zugegebenermaßen, das waren jetzt keine bakterielle Geschichte, das war abgeschlagen. Genau, das war eine Verletzung. Abgeschlagen und geschwollen, also keine böse Infektion, aber innerhalb von 7 Tagen. Ich habe aber einen Fall in Frankreich gehabt, da bin ich hingekommen, ein uralter Teich, wo immer reingehalten wurde. Das war letzten Sommer. Meine Frau stand nebendran und sagt, Schatz, das ist ein Massaker, was du da machst. Sag ich, aber das Massaker hilft. Wirklich Südfrankreich, Teichtemperatur 7, 28 Grad, 30 Fische, von den 30 Fischen hatten 20, 25 solche Wunden. Aber nicht nur an einer Stelle, sondern an vielen Stellen. Und so das Typische, von innen wird es schon wieder weiß und dann im äußeren Ring fängt es dann wieder an, also es frisst sie einfach über den Fisch. Ich habe an dem Nachmittag, ich will nicht übertreiben, 3, 4, 5, 600 Schuppen gezogen. Ja? Und ich habe keine Wunddesinfektion gemacht, ich habe kein Antibiotika eingesetzt. Ich habe das Becken auf 0,6% aufgesalzen. Die hatten die 28 Grad. 3 Wochen später komme ich hin. Die Frau fällt mir um den Hals und sagt, Martin, du hast heilende Hände. Sowas hätte ich nicht geglaubt. Und da war die Diskussion. Die haben da unten natürlicherweise so Tuffgestein. Und dieses Tuffgestein hing da überall als Teichdekoration im Teich, am Teich, in der Uferzone. Und dann hat der Koi-Lieferant hat schon wieder... Den, der den Teich gebaut hat, wieder verantwortlich gemacht, mit solchen Steinen könne man nicht. Die Dekoration war aber sauteuer, der hat gesagt, die muss raus. Ich habe gesagt, das hat mit Verletzungen nichts zu tun, das ist bakteriell und das müssen wir jetzt in den Griff bekommen. Und er hat wirklich eine Behandlung auf diese Art, eine wirklich mechanische Wundreinigung, also alles nekrotisch abgestorbene und infizierte Gewebe entfernt, Salz, alles war gut. So wie Sandra gesagt hat. Du hast auch Sauerstoff optimiert und Futter optimiert. Garantiert. Wir haben das Futter optimiert. Das wurde funktioniert nämlich nicht nur mit Schuppen rausreißen und aufsalzen. Ich habe Schuppen aufsalzen,
Futterumstellung. Sauerstoff musste nicht optimiert werden, weil nach, und das ist übrigens jetzt auch wieder witzig, garantiert ein Teich mit einem wahnsinnigen CO2-Mangel, weil das ist ein Grundstück am Hang und der Teich oben, 10 Kubik, ist dann in den Wasserfall übergelaufen. Der ist über mehrere Etagen mit Sicherheit 15 Meter nach unten gefallen und wurde dann wieder, nachdem er gefiltert wurde, wieder hochgepumpt. Also Sauerstoff wurde nicht optimiert. Es war wirklich, Sandra, nur diese Geschichte und Umstellung von dem seitherigen Futter einer japanischen Marke auf unser Number One. Das war alles. So, das hat funktioniert. Und das wollte ich jetzt nur erzählen. Das ist die erste Maßnahme, weil sie den Fisch am wenigsten belastet, weil ich kein Antibiotika, sonstige Medikamente reinpumpe. Und wenn das nicht funktioniert, wenn irgendwie, haben die Vibrierdinger geheißen? Vibrio. Vibrio-Bakterien höre ich heute zum ersten Mal, die irgendwie Salz mögen. So, wenn die da sind und mit dem Salz es nicht funktioniert, dann funktioniert es ohne Salz. Genau. So. Gute alte Regel. Also, wir sind uns doch einig. Ja, klar. Schon und seit über 20 Jahren. Was sagst du jetzt bei Michael? Jahren. Mit dem CO2 hat es nichts zu tun. Nein. Ich sehe es genauso. Ist meine Einschätzung. Ja. Aber jetzt wollte ich mal gucken. KH, das gucken wir jetzt noch gemeinsam. KH, PH, zack. Zack. Wie ist der PH? 7,3. 7,3 und wie war? Und die KH war 2. 7,3, also dann wären es 3 Milligramm. Also immer noch unter den empfohlenen 5 Milligramm. Aber wir wären schon bei 3 Milligramm CO2 und nicht so, wie das Messgerät sagt, unter 1,5. Ja gut, wir sind auch 28 Grad. Eine gewisse Temperaturabhängigkeit ist ja auch noch gegeben. Ist auch noch da. Da müsste eigentlich noch mehr drin sein, gell? Oder weniger? Mehr. Mehr, oder? Mehr. Wissen wir jetzt nicht. Egal. Passt. Also, Hauptsache, es geht den Fischen besser und wer heilt, und da trifft auch wieder das zu, was sie immer sagt, vormessen, plausibilisieren, kann das eigentlich sein? Und das hat Sandra jetzt mal ganz gut und clever gesagt, kann das eigentlich sein? PH, KH, ist es möglich, dass da unter 1,5 Milligramm im Wasser sind? Also, aber wir freuen uns darüber, dass die Wunden verheilt sind. Und bitte hängen Sie diese Gasgeschichte bei den Koi nicht so hoch auf, wie es hier und da auch im Internet proklamiert wird. Das gehört immer alles zusammen. Es ist nicht ein nur saukomplexes Thema. Und wenn man an der CO2-Schraube, wenn man an der CO2-Schraube dreht, zu feste, dann dreht man andere Schrauben ab und dann wird es auch wieder blöd. Übrigens, heute, also jetzt ist der 4. April, läuft der Blog, wo ich gezeigt habe, wie der in dem Koi-Glashaus verhindert, dass zu viel CO2 rauskommt. Und das ist da auch schön gezeigt, gerade in Bezug auf Rieselfilter. In diesem Sinne, Michael, Sandra, tschüss, euch noch einen schönen Tag. Ciao. Mal.